der wirklich so wie die Motorpolizei agiert, ja, Sokomoto. Derjenige weiß, den ich meine, ja. Ja, moin Leute, willkommen zu unserem Video Repros und Fälschungen. Was halten wir davon? Wir wissen, dass wir damit jetzt nicht jedem einen Gefallen tun, dass wir eventuell den einen oder anderen auch vor den Kopf stoßen werden. Und es wird wahrscheinlich auch das Video werden mit den meisten Dislikes. Ist halt so. Ja, ich finde, jeder Sammler sollte einfach dazu stehen, zu seiner Meinung. Und wir beide tun jetzt einfach mal kund. Und ja, wir hoffen, ihr diskutiert da noch fleißig mit in den Kommentaren. Zuallererst sei gesagt, wir unterscheiden ganz klar zwischen Customs und Reproduktion schräger Fälschung. Mhm. Ein Custom ist für mich, ich weiß nicht, du kannst mich gerne korrigieren, ein Custom ist für mich etwas, was es so nie gegeben hat, genau. Was so nie in Produktion gegangen ist, in Form von Masters jetzt anhand von Figuren, von OVPs, wie auch immer. Genau dasselbe bei Spielen, ne? So Homebrews und so weiter, alles gar kein Problem. Fälschungen sind für mich 1:1 Replikas von Waffen, von Original-OVPs, von Spielen, von Modulen, ja. Von alles halt, was alles es 1:1, genau, einfach, ja, wo es wirklich so gegeben hat. Und der Trend geht einfach dahin, was ich so in den letzten Monaten, Jahren gesehen habe, dass die Leute einfach die Sachen auch nicht mehr kennzeichnen. Ja, genau. Oder wenn sie so kennzeichnen, dann nur ganz klein, minimal unten in der Ecke. Oder gar nicht. Teilweise, also das, was die letzte Zeit abgeht in eBay und auch auf Facebook, da wird gar nicht viel kennzeichnet. Die werden einfach 1:1 gemacht. So. Egal, da wird sogar genau die ähnliche Pappe genommen. Das ist schon echt, also es geht in eine Richtung, was da stehe ich auch zu der Meinung, das schädigt den Markt. Ganz genau. Also ich finde, die Argumentation geht ja immer dahin, ich mache das nur für mich. So, das ist erstmal jetzt dahingestellt. Es ist auch nicht jeder böswillig dabei. Es will nicht jeder damit Geld verdienen. Die gibt es auch, die Leute, keine Frage. Mhm. Es ist auch jetzt nicht jeder, der jetzt irgendwie eine Fälschung erstellt, hat jetzt nicht erstmal böse Gedanken. Manche sind so, die sagen, ich möchte das Tupac haben, zum Beispiel von Masters of the Universe. Hab jetzt nicht das Geld und es wird alle 15 Jahre mal angeboten. Ich habe keinen Bock zu warten. Ich möchte das jetzt aber in der Vitrine haben. Das sehe ich aber anders. Genau, so. Dann, aber diese Leute argumentieren dann so, ich mache das jetzt nur für mich. So, aber wie lange, meine Meinung? Wie lange bleiben denn solche Sachen bei einem Sammler? Wenn es hochkommt, ein Leben lang, so, was passiert danach? Aber meistens ist ja vorher schon weg. Ich habe Desinteresse, ich bin älter geworden, keine Ahnung, Hobby ist anders geworden, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich stelle es mal auf eBay ein. So, dann macht derjenige, vielleicht schreibt er noch dabei, du, das ist ein Custom, biete ich jetzt an für 400 Euro, wie auch immer. Was macht der Nächste damit? So, das ist der Kreislauf und irgendwann weiß keiner mehr, ob es ein Custom war, ob es ein... Ne? Es schädigt den Markt einfach. Es fängt, ich kann mich noch erinnern, vor 10 Jahren war das vereinzelt. Richtig. Da kann man nur, es haben quasi von so Fälschungen, man hat kaum überhaupt irgendwas gesehen. Es hieß damals da ein sogenannter, das war wirklich ein Vladek, weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ja, kann ich nicht. Der soll die Mocs alle nachgedruckt haben und hat dann einen Kassenbon vergessen, der von der Volley oder sowas, dann mit dem aktuellen Datum drin. Sowas so, aber das ist nur ein Gerücht und man hat wirklich absolut vereinzelt, es ging vereinzelt auch auf eBay los, nur mal kurz auf ein Nähkästchen, dass halt vereinzelt über die Jahre Blister angeboten worden sind. Ja, das ist halt schon Standard. Ja, erstmal die Blister, dann folgen die Karten und die Fälscher machen das immer besser, es wird immer besser, es gibt Werkzeuge, um Stanz nachzumachen, wenn ich mir das so das vorstelle. Und das sieht man jetzt auch zum Beispiel im Videospielbereich, nehmen wir jetzt mal ganz bewusst mit dazu, dass wirklich die Module vom Super Nintendo, dass die nachgebaut werden komplett oder dass irgendwelche Sportspiele aufgekauft werden, die keine so interessiert für 2-3 Euro, dann werden die Label abgemacht, dann hast du schon mal das lose Modul, dann werden irgendwelche Platinen nachgebaut, nachgespeist, keine Ahnung, dann werden Mega Männer, also halt die ganzen teuren Spiele, die werden dann, oder Hagane und wie sie alle heißen, ja, die werden dann von Ablumenei angeboten und es ist gang und gäbe geworden, dass nicht mehr oft da Repro beisteht oder so, sondern nur, ich habe die Sachen im Keller gefunden, keine Ahnung, und halt bewusst auf doof gemacht wird und du wirklich gucken musst und dann der Markt, gerade im Videospielbereich ist schon so weit, dass jedes Modul aufgeschraubt wird, geguckt wird, ist es ein Original, sind da irgendwelche Lötpunkte zu sehen. Ja, das ist mal in den Gruppen, bei Facebook, genau, in einigen Rechnungsgruppen. Ist schon Standard, ist wirklich schon Standard. Kannst du mal ein Modul aufschrauben. Ja, genau.
Wie? Die aufschrauben. Ja. Ja. Und dann halt, wie du mir gesagt hast, die gucken ihn, ob das original ist und so. Ob da ein Nintendo-Logo irgendwo zu sehen ist und du siehst es dann, weißt du, dann sind da irgendwelche Kabel und so weiter. Ich verzichte jetzt hier ganz bewusst auf Bilder, weil das Recht am Bild und so weiter, weil hinterher fühlt sich hier nur einer angesprochen oder meinte dieses Video dann irgendwie, keine Ahnung, wo zu melden zu müssen, wie auch immer. Leute, ihr wisst wahrscheinlich, worüber wir reden und ja. Im Masters-Bereich muss ich wirklich sagen, wenn ich mir etwas nicht leisten kann, dann würde ich den Teufel tun, wenn er mir da einen Replika... Ja, ich auch. Mir da, keine Ahnung, ein Doppelpack oder ein Hime mit Kassette als Fälschung dahinzustellen, weiß ich nicht, ich würde mich selbst einfach bescheißen, mich selber. Vor allen Dingen, ich frage mich dabei, wo... Es ist eine Fälschung, du weißt, das ist eine Fälschung, das gab es so früher nicht. Für mich spielt beim Sammeln der nostalgische Faktor einfach mega groß. Man bescheißt sich an der Suche. Du guckst dir das an und denkst, das ist 30, 40 Jahre alt, ich habe es in der Hand. Was nützt mir in dem Moment, ich würde das auch gerne verstehen, was nützt mir ein selbstgedrucktes Teil von 2018, 19? Und ich weiß, das habe ich mir gebastelt und das steht da. Sieht so ähnlich aus oder sieht fast so aus wie das Originale. Ja, das ist mein Ding. Also ich hätte keinen Spaß dran. Nein. Ich bin schon echt lange dabei in diesem Masters-Zirkus, nenne ich es mal einfach. Problem ist ganz einfach, aber auch da, würde ich mir nicht hinstellen einfach. Genau, da wo Geld zu machen ist, da ist natürlich... Ja, wenn's auf Facebook sieht man es oft, dass ähnliche Leute da jetzt mit ihren Replikas von den ganzen Burgen ankommen, von Eternia bis Castle Grayskull und alles. Und dann wird dieses Papppapier genommen. Also die technischen Möglichkeiten. Die sehen erstaunlich gut aus, muss ich wirklich sagen. Also da sitzt ein Grafiker dran, top. Ja. Von der Arbeit her sage ich auch gar nichts. Das ist Kunst, wirklich. Also wer das so eins zu eins hinkriegt, das ist wirklich Kunst. So, nur derjenige, der die herstellt, der hat auch einen Replika-Schriftzug im Innenkarton irgendwo, jetzt in der Lasche, glaube ich, stand da ein Replika-Fett. Und der Nächste, der kratzt halt ab und fertig, weißt du? Oh, hier, beschädigt gewesen, dann sieht es doch keiner mehr. Dann kloppe ich ein paar Macken rein, so, dazu Originalkarton. Ja, so einfach ist auch... Ja, aber das gekennzeichnet ist so schnell weg. Trotzdem kein Spaß daran. Wenn ich überlege, ich würde mir einen Mock, also eine Figur auf Karte hinstellen, wo das Ganze bedruckt ist, so wie letztens auf Facebook irgendwie Ninja gesehen, so US-Ninja. Da hat sich einer bedankt für, ey, super, der mein Ninja da, US. Da musste ich schon genau hingucken. Also das war schon echt eine perfekte Reproduktion, sprich Fälschung. Also das ist, und da ist ja das nächste Problem. Da gibt es keine Kennzeichnung. Genau. Ein Ninja kostet auf US-Karte, das ist 300-400 Euro sein. Ja, Ninja. 400 mittlerweile. So, im case-fashion Zustand, da denke ich so, für mich hat das was mit Respekt zu tun. Respekt vor der Sache. Vor dem Original, ja. Genau. Wir müssen uns irgendwo die Authentizität, das ist ein Wort, behalten. Also dieses Originale schützen einfach. Und das ist einfach so, dass deswegen wenn ich mir was nicht leisten kann im Masters-Bereich, dann habe ich es nicht. Dann habe ich das nicht gut, habe ich es nicht. Ganz genau. Ja. Vielleicht finde ich es irgendwann mal winzig. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. Ich hätte auch super gerne einen Tupac, der hätte es nicht. Ja. Aber deswegen stelle ich mir persönlich jetzt keine Fälschung dahin. Ja, keine Ahnung. Also für mich macht das keinen Sinn. Auch hier dann gucke ich mir lieber auf Fotos Originale an, habe ich irgendwie mehr von. Die Commemoratives von den Masters, die werden oft als Originale verkauft. So, die werden aus dem schwarzen Karton rausgeholt. Da ist 2001 zwar hinten auf der Rückseite der Karte im Strichcode drin. Da wird einfach ein Preisaufkleber gemacht. Und der Neusammler, der denkt auch mir erstmal, boah, cool, der hat direkt an, so in den 80ern, einer der wichtigen Figuren. Gut, wir alten Hasensammler, wir sehen das, wir schmunzeln darüber. Aber die Gefahr wird doch auch immer größer, wenn ich jetzt auf eBay bin. Ne? Man geht jetzt schon so als Sammler da dran, wenn du jetzt einen Box siehst, boah, erstmal genau gucken. Ranzoomen, gucken. Und sobald die wirklich super gemacht sind und die Fotoqualität nicht hundertprozentig ist, kannst du stellenweise auch Fotos schon nicht mehr erkennen. Und da ist dann die Gefahr, boah, ich kaufe das Ding, dann kommt das zu mir und dann habe ich da die Fälschung liegen. Und da habe ich absolut als Sammler gar keinen Bock drauf. Ne, dann so irgendwie auf die Fresse zu fallen. Viele argumentieren auch so, ja, die Sammler sind selber schuld, dass es so viele Fälschungen gibt, weil die Sachen zu teuer sind. Bullshit. Kannst du das? Ja, absolut Bullshit. Ja. Das ist, Freunde, es gibt in jedem Bereich teure Sachen, es gibt günstige Sachen. Das ist ja auch, ob ihr jetzt Raritäten, antike Stücke sammelt oder sonst irgendwas. Da gibt es nur mal teure Sachen, das ist nun mal so. Und
Ja, was teuer ist, rar ist, bleibt rar und rar ist bar, ist nun mal so. Und da kann ich mir halt einfach nicht leisten. So. Und dann ist doch umso schöner, wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, wo ich weiß, Alter, das Teil hat mich fast meine Eier gekostet. Ja. Aber ich hab's jetzt endlich. So, dass dieses Gefühl dahinter. Hinstellen, ja. Das ist doch unbezahlbar. Und das ist ja dann einfach dann nicht mehr gegeben. Und dann denke ich einfach, das sind für mich auch keine Sammler, sorry, die sich da die Reproduktion ins Regal stellen. Da ist man schnell dran, immer zu sagen, Custom. Custom, genau, Custom. Wie gesagt, nochmal, auch für euch, ein Custom ist was nie gegeben hat. Und eine Reproduktion ist für mich eine Fälschung. Und ganz einfach, und wenn sich, ich meine, ich kann mir kein Ferrari leisten, kaufe mir deswegen einen gefälschten oder sowas. Ja. Oder eine Rolex gefälschten. Es ist aber mittlerweile auch viel so, oder gang und gäbe, dass die ganzen Waffen von losen Figuren, dass die nachproduziert werden ohne Ende. So, und da ist einfach die Gefahr. Von den Riesen, Titus und Megator vor allem. Ja, ne? Boah. Auch kleine Sachen, He-Man-Schwerter, Adam-Schwerter, alles, wirklich alles wird nachgegossen, nachgemacht und hast du nicht gesehen. Und ja, als Custom auch meistens in diversen Facebook-Gruppen oder so, oder ja, als Custom angeboten, obwohl es da auch wieder kein Custom ist. Auch rechtlich gesehen jetzt, Freunde, nur rechtlich. Mattel macht nichts. Ja, Mattel macht nichts, aber rechtlich gesehen jetzt. So, wenn ich jetzt von dir eine Fälschung kaufen würde und es würde rauskommen, weil mir irgendwelche Profis sagen, ey Junge, du hast dir eine Fälschung gekauft, ne? Gib dir mal einen drüber, den Peter, ja? und dann sagst du mir, ich wusste davon nichts, ich habe die selber gekauft, als Original. So, das schützt vor Strafe. Ja. Die Frage ist auch natürlich, was bei rumkommt. Ja, ne? Aber ich meine nur, vom Grundsatz her, wenn ihr eine Fälschung verkauft und ihr wisst nicht, dass es eine Fälschung ist, das schützt einen nicht. Aber man kann doch auch, also ich wäre jetzt so, wenn ich das jetzt selber herstellen würde, das Ganze, dann könnte man das doch markern. Ja, ja klar. Gut. Dann ist es, muss ich ein bisschen zurückrudern, wenn ich jetzt einen Doppelpack habe von Human und Skeletor, was ich persönlich nie holen würde, als Fälschung, ja, das hinten dick gekennzeichnet ist, ist es wieder ein bisschen was anderes. Da ist natürlich dann der Nachgeschmack, eine Reproduktion. Aber dann ist es für den Weiterverkauf leichter zu identifizieren. So, gegen solche Sachen, ja, finde ich generell trotzdem nicht gut, aber das wäre wenigstens so, man sagen würde, ja gut, wenn derjenige Spaß in den Backen hat, sich daran freut, dass er da einen Euro-He-Man hat als Custom und es dick gekennzeichnet ist, und das muss dick gekennzeichnet sein, einfach von mir aus mit dem Wasserlogo hinten so groß, wo man das nicht einfach so mal kurz mit einem billigen Preis aufkleben oder kleben kann. Absolut, gut. Da muss man natürlich eine deutliche Kennzeichnung, aber da müsste natürlich Mattel reagieren. Ich kann euch nur sagen, als Sammler und als Neusammler, wenn ihr jetzt anfangt, Vintage zu sammeln, ihr habt es schwieriger, auf jeden Fall. Ich kann euch nur sagen, als Neusammler ein Forum anmelden direkt und planeteternia.de, wenn ihr mit euch nicht sicher seid, macht einen Tweet auf, ist der echt, nicht echt, da kriegt ihr sofort Antworten. Also man muss heutzutage... Schade, dass es aber schon so weit ist, ne? Ja, das ist so interessant, dass man als Neusammler Hilfe holen muss, so, kaufe ich die Figur, ist die echt, ich habe keine Ahnung oder sowas, so. Beste Beispiel, Laserlight Skeletor, ich habe es gepostet, ich konnte es wirklich nicht fassen, ich habe mir gesehen auf eBay, alleine dieser Textverlauf, also er hat dann geschrieben, verkaufe Laserlight Skeletor, steht seit Jahren bei mir in der Vitrine oder so ähnlich, und restliche Bilder. So, das ist erstmal, da gehen bei mir erstmal Alarmglocken an, weil wenn ich was habe, was original, schreibe ich auch bei, 100% original, bla bla. Ich habe denjenigen dann angeschrieben und habe gesagt, ist alles original. Was ist mit dem Stab, was ist mit dem Batteriefach, was ist mit der Hand, die wird mittlerweile auch nachgegossen, funktioniert alles. Und dann kam nur die Antwort, ich stelle mehr Bilder ein. Und dann konnte man bei diesen Bildern, also wieder nicht, nee, ist echt immer so, gar nichts. Und dann kamen halt die Bilder und dann hat man den Stab gesehen, dass der nachgegossen ist. Man hat den Umhang gesehen, dass er nicht original ist. Und daraufhin habe ich ihn dann angeschrieben und habe gesagt, der Umhang ist auf jeden Fall gefälscht. Der Stab ist auf jeden Fall gefälscht. Man sieht noch die Guss, also an den Rändern hier, vom Guss die Reste und so weiter. Und dann hat er nur gesagt, das kann nicht sein. Mein Sohn hat den vor zig Jahren ausgepackt. Guckt man aber bei anderen Artikeln des Verkäufers, zig andere Masters-Figuren. Also er kennt sie aus mit der Materie. Und das ist schade, dass man da so bescheißen muss. Dann kann ich so sagen, alles an der Figur, alles außer die Figur an sich ist eine Fälschung und fertig. Aber nein, ich muss dann 490 Euro rauspressen, damit ich auch ja den ungefähren reellen Wert habe von einer Originalfigur. Da kommt jetzt dann ich verstehe, da kommt dann die Goldgräberstimmung der Leute dazu, was generell auf dem Markt herrscht, viel. Ich habe jetzt eine abgefuckte He-Man-Figur im Keller gefunden.
die muss so viel wert sein gegen Höchstgebot. Ja, und alles, das ist genau wie im Gaming-Bereich, alles, was Nintendo drauf hat, wo draufsteht. Nintendo ist brutal teilweise. Also was da, ja, wie gesagt, haben wir schon die ganzen Platinen und so weiter, und was da nachgemacht wird. Und da ist es ja noch, sag ich mal, ein bisschen leichter. Da hast du einen Pappkarton, ne, weißt du ja selber, Super Nintendo, Game Boy, was auch immer, NES, der ist leichter zu fälschen wie eine Karte, wo noch ein Blister draufgeklebt wird, ein Stanz drin ist und so weiter. Und was da teilweise an Fälschung unterwegs ist, also... Ich bin ja nicht so tief drin in der Materie, ich habe aber schon so einiges trotzdem gesehen in den Facebook-Gruppen. Und mittlerweile sind auch viele so, haben sie auch bei mir jetzt auf meiner Seite geschrieben, dass sie diese Leute melden bei eBay und so. Ich meine, eBay, das, die reagieren ja überhaupt nicht davon ab, ne? Aber es wird sich langsam gewehrt. Die reagieren nur, eBay reagiert nur darauf, falls du mal einen Verkäufer anschreibst und schreibst ihn einfach an, ey, hast du noch andere Sachen gestartet oder sowas, zack, kommt sofort eine Mahnmail, ey, noch einmal, ne? Ja, da reagieren sie sofort. Ja, ne? Weil sie da die Gelder schwimmen sehen, dass du vielleicht außerhalb von eBay was machst, nicht so, so irgendwie mit dem einigst denjenigen. Klar, schade, also meine Meinung ist, es wird immer schwieriger, die Leute werden immer abgezockter und ich finde, als Sammler sollte man versuchen, da so weit es geht, immer auf Originale zu setzen, ne? Weil, ich kann sagen, zumindest wir beide können, glaube ich, sagen, dass wir, glaube ich, noch nie eine Fälschung hatten oder sowas. Richtig. Mir wurde mal eine Fälschung angeboten, kein Scheiß. Das ist so, da hat jemand einen Ninja gemacht, einen US-Ninja, der sah wirklich... Also, und ich wusste, dass der gefälscht war. Und derjenige, der den dann hat den, glaube ich, verkauft. Das ist schon ein paar Jährchen her. Und dann, weil ich ja bei ihm eine Kleinanzeige und so aussuche, hat er mir den angeboten. So, und ich wusste, dass der gefälscht war. So, also sowas, ne? Also. Da ist das. Und dann kann ich nicht immer damit argumentieren, es ist nur für den Eigengebrauch. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Leute. Ihr baut euch jetzt eine Fälschung, stellt die hin. 10 Jahre später habt ihr keinen Bock mehr drauf. Alles jetzt, ne? Fiktiv. So, ihr habt keinen Bock mehr drauf. Dann macht ihr die nicht kaputt und schmeißt die weg. Dann stellt ihr die irgendwo rein. So, und sagt ihr, hier, custom made, verkauft ihr die. So, und der nächste verkauft die dann als echt fertig. Und dann habt ihr mich die Scheiße am Dampf. Und hinterher weiß keiner mehr, ob es echt ist oder nicht. Und somit sind schon ganze Sammlermärkte kaputt gegangen. Ja. Ich sag mir immer wieder, beste Beispiel, Ü-Eier, da wurde hinterher gefälscht, das Zubehör, was noch und nöcher. Und da ist der ganze Markt zusammengebrochen und heute schmeißen sie sich tot mit der Scheiße und keiner will sie mehr haben. Ja. Und das, finde ich, ist die Sache an sich dann, das tut mir dann leid. Ne? Nicht nur, viele sagen, nur mir scheißegal, wenn der da 1000 Euro für eine Figur ausgibt, ne? Selber schuld, wenn der mal kaputt geht, geht er kaputt, ich hab's nicht so, ich hab... Und nur, dass diejenigen, die da sich sowas ins Regal stellen, ja, unterstützen das. Genau. Einfach, und dann freuen sich da die Erbauer davon, ja. Ich möchte nicht wissen, wie viel Auftragsarbeiten solche Leute bekommen. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Und wie bei Facebook, da diverse Boxen von Eternia, von... Winkt der Scheiße, aber nicht nein, ne? Das ist halt so, ja, ist so ein Spruch. Und wer weiß denn, wie viel Auftragsarbeit derjenige dann macht. Ne? Genau, er postet ein Bild, 20 Leute sagen schön und 10 Leute schreiben dich dann per PN an und sagen, mach mal auch mal eins. So, das weißt du gar nicht. Und so, der Markt ist irgendwann im Eimer. Das ist einfach, also ich bin einfach so, wenn ich mir was nicht leisten kann, dann kaufe ich mir es nicht. Ja. Dann ist das halt einfach so fertig. Und das macht einen Vollblutsammler einfach aus, der einfach seine Ehre behält. Ja, und einfach den Respekt vor den Originalen hat. Ganz einfach, genau so. Fertig. Und nochmal zu dem Thema Customs. Also wirklich top. Ne, wenn einer was baut, was es so nie gab, auch irgendwelche lebensgroßen Waffen und so weiter, ist nicht meins, aber ich gucke es mir gerne an. Ich finde es geil, ich finde es hammermäßig. Die Arbeit, die da reingesteckt wird, wirklich super. Ne, ich kann es selber nicht. Wenn ich es könnte, würde ich es wahrscheinlich auch machen. Super coole Sachen und auch die Kreativität, alles top. Und auch im Videospielbereich, wenn da irgendwelche, sag ich jetzt mal, japanischen Spiele übersetzt werden aufs Deutsche. Letztes Mal gesehen. Secret of Mana 2 zum Beispiel gab es nie irgendwie, wurde aufs Deutsche übersetzt, da gibt es da ein Modul. Super Mario für Mega Drive, habe ich letztens gesehen. Ja, sowas, das ist für mich dann okay. So, ja. Ich muss es nicht haben, aber ich verstehe Leute, die dann sagen, boah geil. Ne? Super Sache. Oder Fixit Felix und was es da nicht alles gab für, ich glaube, das war auch für Mega Drive. Diese ganzen Homebrew-Geschichten und selbstgemachten Sachen. Top. Sollen die Leute machen. Aber bitte die Finger davon lassen, 1:1 Fälschung zu produzieren oder zu kaufen. Damit unterstützt ihr den Markt, derjenige, der sich da so ein Two-Pack oder so ein Human-Kassetten-Pack oder sich die Eternia-Box mal in fälschen lässt oder eine Castle Grayskull-Box. Völlig wurscht. Ja. Damit wird der Markt unterstützt. So, und es wird immer mehr. Geht mal auf eBay drauf,
diejenigen, die immer am Jagen sind, so wie ich, die wissen, was ich meine. Es wird immer mehr. Es wird immer, immer mehr. Und das, um abschließend noch mal zu sagen, es gibt auch viele Sammler, die einfach sagen, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Der Markt, der ist jetzt so überflutet mit dem ganzen Scheiß. Ich ziehe mich zurück und ich poste auch nichts mehr von meinen. Ich habe die Sachen, die ich habe. Und ja, das ist verständlich. Ja, das ist echt schade. Ja. So viel zu erstmal unserem ersten Video. Wir machen noch ein zweites, da ist aber die Recherche noch nicht fertig. Ja. Wie man nämlich Fälschung erkennt. Genau, wenn ihr da Bock drauf habt, genau. Und da brauchen wir dann auch tatkräftige Unterstützung von euch. Sei es Bilder, die ihr jetzt auf eurem Rechner liegen habt, von Fälschung, von Replikas. Ich bin da mit einem Sammler, der wirklich so wie die Motopolizei agiert, ja, Sukomoto. Derjenige weiß, den ich meine, ja. Lieber Phil. Mit dem bin ich in Kontakt und ich bin da noch ein bisschen Informationen zusammentragen. Wichtig ist halt, dass wir in dem Video dann nur Sachen nehmen, die jetzt nicht irgendwie geschützt sind. Weil ich kann mir schon vorstellen, deswegen habt ihr auch jetzt hier keine Bilder oder Videos gesehen, dass die Erbauer von solchen Sachen da nicht gerade erpicht drauf sind, ihre Videos hier oder ihre Bilder hier bei uns im Video zu sehen, und wir machen dann. Ja, ich lasse mir da schon was einfallen. Genau, dass wir da auf jeden Fall, ne, dass wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. Was auch ganz wichtig ist, Leute, schreibt uns in den Kommentaren, was ihr dazu sagt. Wie ihr darüber denkt, wird uns super interessieren. Ja. Nur, ich sag's jetzt von vornherein, sachlich bleiben. Ne? Alles andere wird gelöscht, weil ich weiß auch, dass dieses Video jetzt nicht nur auf Gegenliebe gestoßen wird. Aber ist uns in dem Sinne dann wirklich scheißegal. Ja, ihr könnt gerne einen Daumen da unten geben. Wir ziehen eine klare Stellung dazu. Genau, ich beziehe dazu auch eine klare Stellung. Da muss doch einfach gesagt werden. Leute, das soll es auch gewesen sein für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Ja. Und jetzt befeuert die Tasten und schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ich würde sagen, wir sind raus. Bis zu einem der nächsten Videos. Ciao, Leute. Ciao.